Schönen guten Tag. Ja. Mein Name ist die Leonardo. Ich habe gerade gesprochen mit die Max und der meinte, ich solle hier hinkommen, ne? Und wir machen wegen einem Geschäft, ja. Verstehe ich schon. Sie sind hier wegen die Kräuter. Leute. Nein, sag's nicht laut! Nicht, dass ihr verletzt euch noch. Sind Sie wegen die Kräuter hier, nicht wahr? Ja, komm mal rein, komm, Kollege. Komm mal rein. Der will Rauschgift, Revi. Rauschgift. Du sollst das nicht aussprechen, hab ich gesagt. Psst. Nicht so laut, du bist doch dumm, Ja, was willst du denn kaufen, mein Großer? Wie viel hast du denn dabei, hm? Das Ding ist, es geht darum, dass wir uns doch über einen Preis einig werden. Ah. Ich will Hanf kaufen. Der will kaufen, Revi, bist du blöd, oder was? Nee, nee, komm, ich jung. Das ist alles hier, guck mal hier, Beeren. Ja, das ist ja ganz schön viel. Ja, ja, das hier sind die Beeren für das IO, für das... Das scheppert dich richtig weg. Da tut dir richtig Halluzinationen machen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ist alles hier angezüchtet. Alles von 1A Ware ist das. So. Also, Chef hat geschrieben. Pass mal auf, warte, ich hol mal kurz meinen Pager raus. Chef sagt, also, wir haben Interesse, klar. Aber wir müssen uns hier noch ein bisschen aufbauen. Ne? Wir sind aber im Aufbau und wir bleiben dran. Wir bleiben in Kontakt, Amigo. Pass mal auf, ich gebe dir ein kleines... Ich gebe dir ein kleines Bagel mit. Da sind 5 Stück drin, ja? Dann kann er mal gucken, was er mit dir macht. Ja, und wenn du Gagaballaballa im Kopf bist, dann kommst du zurück und kaufst eine große Menge, klar? Amigo, wir bauen das hier als Riesenimperium auf. Mit Geldwäsche. Große Menge, Amigo. Si. Pass auf, ich tu dir hier ein bisschen was mitgeben. Guck mal hier. Ganzer Beutel, 20 Stück, geht aufs Haus, ja? Und dann gehst du mal nach Hause und verteilst das mal unter die ganze. Und dann kommen wir nochmal, zurück. Irgendwie kommst du nochmal wieder. Und dann machen wir einen großen Deal. Große Abnahmemenge. Hier, ein paar Dealer in der Stadt und so. Da, wo die Reichen wohnen. Weißt du, was ich meine? In dem Sinne, ich muss mich hier um die Pflänzchen kümmern. Ich muss noch ein bisschen... Klar, machen wir so. Also dann, sayonara, bis später, klar. Kollege, danke, ne? Amigo, bis später, ciao, ciao. Dann, ciao. Ja, was denn? Chef, ich hab eben eine Bestienwahl erlegt. Und da dachte ich, wem ist das besser auf dem Kopf, mir oder dir? Und da habe ich gesagt, dir, für dich. Zieh dir das an, da bist du ein bisschen sicherer von den Schüssen von anderen. Oh, sieht echt gefährlich aus, Chef, muss man sagen. Richtige Boss. Hast du einen Hammer für mich, Chef? Danke. Danke fürs Vertrauen, Chef. Achtung, Chef, Helikopter kommen. Dürfen wir, müssen wir aufpassen. Nicht hochgehen, Chef, nicht. Tun Sie die Waffen aus dem Inventar. Das sind die Militärpolizei. Wenn der hier rüberkommt, wir haben nur keine Decke drauf, Chef. Runter jetzt, ganz schnell. Das sind die von der DEA. Der Vorsicht. Der fliegt vorbei. Der, wenn nicht, wenn der uns hier sieht und unsere Hand fällt, anzündet, also, Chef. Wenn die uns hier aufschnüffeln, dann war's das mit uns. Hola. Schönen guten Tag, der Herr. Wie kann ich helfen? Hola. Chef, da ist der eben hier war, Chef. Der war eben schon mal hier, Chef. Komm rein, Leonardo, komm. Wir hatten schon geredet, kommen Sie rein. Leonardo, guck mal hier, ich hab noch was für dich. Guck mal hier, Kotelett, frisch von eBay habe ich es geholt, ne? Chef, ich bin hinten im Lager drin. Mach du das mit der Buchhaltung und hier Business, Chef. Du bist da besser drin. Also, ich war eben schon ein bisschen unterwegs, ne? Ich habe schon einen kleinen Kundenstamm und ich bin auch schon hier, um den ersten Gewinn mit euch zu teilen, ne? Oh, geil, zeig mal. Oh. Chef, jetzt ist Zahltag. Mal hin, sonst muss ich dir ein Bein abschneiden. Ja, immer ruhig mit den jungen Pferden. Ich bin noch, muss ja erst mal gucken. Boah, Chef, das hat sich gelohnt. Ey. Guck mal hier. Ich hab nur geguckt, Chef. Entschuldigung. Boah, das hat sich gelohnt. Wie abgemacht, die Hälfte. Und ich hab ja bisher noch nicht wirklich was gehabt. Ja? Ich brauche Gras, ich brauche Paper, ich brauche Pilze. Und das so viel ihr mir bringen könnt. Was mit die Ayahuasca-Trank? Hier verkaufen. Keine Ahnung, wir können erstmal so einen kleinen Test machen, dann müssen wir uns doch über einen Preis unterhalten und dann Ich hab doch eben schon mal zum Test gegeben. Test, der will über den Kopf, der will über dich den Chef. Ich hab dem eben schon was gegeben. Sieh, und ich hab auch schon Gewinn gebracht, oder? Ja, auch, weil der Till und ich über den Tisch, Chef, haben sie recht. Wie viel hast du ihm denn gegeben? Ja, 7 von den Blüten habe ich ihm gegeben. Wie viel hast du ihm denn gegeben? 7 Stück, eine ganze Baggy voll. 7, ne? Naja. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Hanf anpflanzen. Ich weiß nicht, ich würde sagen, in 2 Stunden können sie ein bisschen was abholen. Okay, dann würde ich später nochmal vorbeikommen, 2, 3, 4 Stunden irgendwie so im Laufe des Abends und dann würde ich eine Ladung Hanf abholen mit Paper, wenn's Leonardo, geht. Kollege, sag mal, Leonardo, Kollege, wo wohnst du? Da komme ich später mal vielleicht mit ein paar von den Pilzen vorbei. Also ich bin hier auch gar nicht so weit von euch weg. H7 ist das, Amigo. H7 ist direkt um die Ecke. Pass auf, ich gehe mal ein bisschen weit gucken nach die Pilze. Und dann komme ich später nochmal vorbei und dann können wir mal gucken, dass die mal ein paar von den Zauberpilzen essen. Ich sag dir, das ballert dich eins an den Himmel. In Orbit, sag ich dir. Also, Felix. So, Andy, sind wir soweit endlich, ja? Ja, Felix, machen wir uns auf den Weg. Oh, da ist das die große oder die kleine? Ah, kleine ist es. Umso besser, umso einfacher, sag ich mal. Ja, wir müssen ja langsam starten. Das ist aber unser Motto, Andy. Ich hab nur Kompositbogen dabei mit 64 von den Pfeilen, mehr nicht, ne? Ah, das kriegen wir. Da kommt er, Achtung! Da ist er, guck mal. Hat einen Schuss abbekommen, Halle, hab ich guter gesagt. Guter Schuss, Randy.
Oh, oh, von da oben auch noch geschossen. Blödmann bist du. Da zeigt er dich halt wieder. Weg, hab ich ihn gemacht. Oh, schön, Mensch, Randy. Rüber da, komm. Der kommt, der kommt. Da bei Atomfass. Pass bloß auf, Randy. Kommt der bei die Fässer? Hat einen Kopper. Noch ein Kopper. Randy, pass auf bloß. Zeig nicht, du Weihnachtssau. Komm da runter, Mensch, Randy. Komm da runter bloß. Nee, ich tu das hier. Ich mach das jetzt hier. Hab ihn auch weggemacht, hab ich ihn. Ich geh voran. 1A Kopfschuss. Da ist einer, Randy. Er muss aufpassen. Randy. Ja, was soll ich denn machen? Ich sterbe, Randy. Alles gut. Ich hab den Flitzebogen gespannt. Von Bene Seten. Ich tau ihm auf Fresse. Ich hab ihn kaputt gehauen. Der war plötzlich ganz schnell. Hast du gesehen? Drin, wir verstecken uns. Da vorne ist einer. Warte. Ey, Randy. Pass auf. Ich aim ab. Der kommt rechts oder links. Kommt da raus. Da, Kopfschuss. Ist direkt tot. Schön. Hier, halt mal das Zeug hier. Blast. Halt es mal. Ne? Ey, den riech ich besiegen. Schön. Ah, ja, ja. Ich bin tot. Ey, gleich auch. Da war aber zornig gewesen, der Wecker. Haben runtergemacht. Pass auf, wir gehen jetzt auf den Kran, gehen wir jetzt. Auf welchen Kran willst du denn drauf? Hier drauf. Mensch. Meinst du, das eine gute Idee ist? Ich hab keine Ahnung davon, du bist hier der Bear-Grylls-Survival-Experte. In der Ecke musst du gehen, in der Ecke hier bei mir mit mir, wa? Ja, und dann? Wir sehen noch gar nichts, alles dunkel noch hier. Das findet sich noch ein, Mensch. Hör doch mal her. Ja, wenn du das sagst, du bist hier der Profi von uns beiden, bist du der Profi. Boah, die knallen aber ordentlich. Hast du ihn getroffen? Ja, aber nicht in den Kopf rein. Oh, Scheiße. Dunkel. Ich bin hier nicht immer. Ich krieg hier ordentlich Schaden. Die treffen mich ja. Ich bin am Boden, Randy. Nimm mich mal lieber hoch. Oh. Ja, Chef, ich hab richtig von den dicken Menger kassiert, hab ich. Der Felix hat eine Idee, aber die ist komplett nach hinten losgegangen. Ist der Felix auch tot? Nee, der Felix, der lebt noch. Ey, ich hab die Samen immer geben. Kannst du mich abholen? Was machst du bloß für Sachen, Randy? Was machst du für Sachen bloß? Felix, ich hab alles dabei zum Tauchen. Alles entspannt, haben wir ja eh vergessen. Du, Randy, ich hab einen schon aus dem Leben geschossen, ne? Ja, einer ist schon weg im Jenseits. Ja, was machen wir mit den anderen? Wie sollen wir das jetzt machen? Pass auf, wir müssen... Das war blöde mit den Kran. Da waren wir zu zweit nicht im Bilde von. Richtig, genau. Sag ich Hin. Wir kriegen mal zu zweit hin. Pass auf, aim up, der kommt runter. Ich mach Platz hier, der kommt da gleich. Pass auf, da ist er. Lass ihn näher rankommen, die Schweinebacke. Hab ihn weggemacht. Ein super Schuss, klasse Schuss. Danke, Mann, hab ich mir auch ein bisschen Mühe gegeben. Hab ich. Halt einen Kopfschuss, Achtung. Jetzt bist Mensch, du. Klasse, Mensch. Glaub ich, hab ihn weggeholt, den Schweine. Da ist noch einer. Ich werd verrückt. Da, guck mal hier. Mensch, super. Nimmst du die Rauchgranaten nimmst du bitte mit. Hast gehört? Ey, alles mitgenommen. Aua. Runter mit dir, runter. Wir zielen hoch. Kommt der die Treppe oder was? Da hat einen Schuss abbekommen. Ja, komm runter, du Schweine. Ja, so, Kopfschuss. Randy. Was haben wir denn? Da ist eine AK drin, Mensch. Eine AK und eine Rakete. Eine Ballerwaffe. Da kann man ja Augenlicht drauf. Guck ich dir selber an, Mensch. Wir müssen nach Hause. Müssen mal schnell, aber dann ganz schnell. Wo haben wir es denn? Zeig mal her. Komm, guck das dir an. Kick rein. Ich trau mein Augenlicht. Heide, sag mal, das ist ja das Beste, was uns hätte passieren können. Ja, bist du bereit oder was? Ich kann fahren. Ich hab ein bisschen was vom Benzin habe ich auch noch geholt. Bin ja nicht blöde ganz, ne? Chef, guck mal hier. Chef, schauen Sie mal. Chef, gucken Sie mal. Ich hab was von Kolumbien habe ich importiert, Chef. Gucken Sie. Kiloweise. Säcke. Oh. Und Chef, schauen Sie mal, was ich noch mitgebracht habe. Das können Sie hinstellen, dann tut keiner da klauen. Und Chef, Achtung, vorsichtig, nicht aufheben. Oh, ein Flame Turret. Geben das. Chef, geben das besser zurück. Es ist ganz gefährlich, das Ding. Das muss schnell zurück in die Kiste rein. Na also, dann machen wir uns auf, komm. Chef, wir tun ein bisschen von dem Macht euch auf. Wir machen ein bisschen nehmen wir unter die Leute, Chef. Können wir noch was von den mitnehmen, Chef? Dann tun wir das den Leuten untermischen. Okay, warte. Na komm, auf geht's. Reiten wir los, wie der Winde winnt. Wir bleiben zusammen, Felix. Komm mit mir. Felix, du musst zu mir reiten. Da. Wir reiten Richtung 100, okay? So, auf geht's in der große Stadt rein, sage ich mal. Für uns Landpomeranzen ist es immer was Besonderes. Da sind sie, die Stadtmenschen, klar. Hier? Ja, hier sind die Reichen, die Stadtmenschen. Schönen guten Tag, der Herr. Komm mal, nein, tu die Waffe weg. Guten Tag. Schönen Tag, hallo. Sie sind also hier die Hauptstadt, nicht wahr? Felix, guck mal, das sind die Reichen, die hier wohnen. Hier fängt noch die Vorstadt an. Also, wir
Wir sind noch ein bisschen bei seid den ihr, alten Wurzeln. Seid ihr aus den Suburbs, seid ihr? Oder? Felix, guck mal, die sind aus den Suburbs. Wollt ihr vielleicht was kaufen? Wir haben ja aber moderne Waffen. Was ist denn? Ja, wir haben ein bisschen was geballert, haben wir. Waffen. Wir sind von der Happy Corp. Also folgendes, ich habe ein Angebot zu machen. Klar, natürlich. Was denn noch sonst? Warum wären wir sonst hier hingeritten? Also, ich mache kurz folgendes Angebot. Haben Sie zufällig Interesse, Ihre Lebenserwartung ein wenig zu verkürzen, aber dafür ein ganz tolles Leben zu haben? Wir haben da diverse Substanzen im Angebot. Wo arbeiten Sie eigentlich? Die sind doch kein Bulle, oder? Sind sie nicht? Nein, der ist kein Bulle. Ey, so, die hat was geklaut. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Sind sie ein Bulle oder was sind sie nicht? Was nein, heißt nein, das? Nein, 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 alles gut. Bin kein Bulle. Wir haben so eine Kostprobe von unserem neuesten Produkt, Crocodile. Das ist tut unglaublich gut. Darf ich das probieren? Ja, ja, aber sie werden sofort abhängig werden. Ich werde es ihnen sagen. Ey, hier ist Corona. Jetzt passen wir auf. Hören Sie mal auf, der Mann hat gerade Crocodile genommen. Der hat gerade einen Höllentrip. Geht's Ihnen gut, der Herr? Ja, super, wirkt wie eine 1, das Ding. Wollen Sie auch was davon haben? Das kenne ich von zu Hause. Nicht in der Zusammensetzung, sage ich Ihnen. Gott, ich fliege, ich fliege. Das funktioniert super, das Zeug. Ich hab's dir gesagt, die... Oh. Komm, wofür sag mal, spinnst du? Hier? Wofür ist denn der Knopf hier auf die Waffe? Sag mal, bist du blöd im Kopf? Felix, ich hab dir gesagt... Ach du Scheiße! Du bist ein Mörder! Ich will das nicht mehr, nimm den Teil! Es tut mir so leid, bitte. Rufen Sie den Rettungsdienst, wir müssen weiter. Wir müssen weiter, es tut uns so leid, wirklich. Wir wollten keinen Ärger machen, wollten wir nicht. Ach du Scheiße. Nee, aber wer sind Sie denn, die Herrschaft? Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Mein Name ist Randy und das ist der Felix. Schönen guten Abend. Krieg die Flinte wieder. Du hast da Wichs*** gebaut. Also, lass jetzt nur die Waffe weg. Mann, wir sind hier gerade unter Kunden, du dummer Idiot. Schönen guten Tag, der Herr. Deine Geschäftspartner hat ein bisschen, keine Ahnung. Ja, der ist ein bisschen durch den Wind, der hat ein bisschen was vom Produkt genommen. Also, kann ich Ihnen vielleicht was anbieten, die Herrschaften? Ja, kommen Sie mal mit hier rüber, komm. Wir stellen es mal hier rüber. Also, ich bin eigentlich nur hier, um ein bisschen was Gewerbe zu betreiben. Also, folgendes, passen Sie auf. Wir verkaufen diverse Produkte für diverse Menschen. Und wenn Sie Interesse haben, dass Ihre Gemütszustände erweitert werden, also im Rahmen von natürlich legalen Substanzen, tanzen. Da können Sie sich gern bei uns melden, wenn Sie möchten. Wir haben da verschiedene Dinge im Angebot. Ist klar, oder? Was ich meine. Wir reden hier vom guten Zeug, nicht von irgendeinem Straßenscheiß. Nein, wir sind... Nein. Wir machen so Selbstfindungsseminare und sowas. Wir helfen den Leuten, sich selber zu finden. Verstehen Sie? Und wir haben da halt so verschiedene Sachen im Angebot, die halt dabei helfen sollen. Ich sage es Ihnen, das ist super Zeug. Gar nicht so schlecht, ja? Nein, wirklich. Das ist echt harmlos. Die Frau eben ist nur kurz umgekippt. Es ist wirklich harmlos. Also, wenn Sie Interesse haben, kann ich Ihnen das gern initiieren. Das klingt schon sehr harmlos, ja. Nein. Die Frau ist umgekippt, weil die hat eine Laktoseintoleranz und wir strecken das mit Ziegenmilch. Ist klar, oder? Also, wenn Sie Interesse haben, wie gesagt, ich kann Ihnen da ein bisschen helfen. Sinn, ja. Wollen Sie haben oder nicht? Ich habe gerade kein Geld dabei, aber wenn Sie kommen, irgendwas zu Q9, Sie können vorbeikommen und dann wir können mal gucken, was Sie da so haben. Mit Q9, okay, das ist direkt hier in der Nähe. Klar, da komme ich mal die Tage vorbei. Dann mache ich mich auf. Ich mache mich auf, wir gehen mal ein bisschen was vom Produkt holen und dann kommen wir zurück. Ist klar, oder? Bis gleich. Ich kümmere mich hier vorne um die Frau. Alles gut, klar. Und rein in den Arm damit. Wir können es zusammen machen. Ich habe auch. Ja, zusammen. Okay. 3, 2. Aber wirklich. Ja, ja. 3, 2, 1 und los. Oh, jetzt muss es aber auch. Ich kann jetzt hier nicht alleine rumtrippen, sage ich mal. Was denn jetzt? Hast du es auch genommen oder nicht? Hast du es nicht genommen, glaube ich, ne? Komm, nimm dir auch mal rein. Das tut dir gut. Glaub mir, glaub mir. Pass auf, ich gebe dir noch einen, okay? Pass auf, ich gebe dir noch einen. Guck mal hier, dann drück dir den rein. Du hast es genommen? Ich hab mir den eben schon... Ah, sehr schön. So, und wenn du nochmal was brauchst, glaub mir, du wirst darauf Hunger bekommen. Du hast da bald Hunger drauf. Dann kommst du zu E8 und meldest dich bei uns, ja? Felix, wir müssen weiter. Die Kunden warten. 3 Leute haben wir schon abhängig gemacht, meine ich. Klar, oder? Ich hab 2 Kunden, Mensch. Ja, ich hab auch so viele. Okay, also, pass mal auf. Ich sag dir eins. Guck mal, genau. Also, wenn du willst, kann ich dir ein bisschen was an... Das Licht der Wahrheit ist es doch, oder? Kann es sein? Also, wenn Sie wollen... Wir sind hier gerade in einem Verkaufsgespräch. Ist gerade wirklich ganz schlecht, ist es gerade. Wenn Sie Interesse an verschiedensten Substanzen haben, die ihr... Das ist mir egal, ich verkaufe dem gerade was. Ich kann gerade nicht, verdammt nochmal. Also, wenn Sie Interesse haben an verschiedensten Substanzen, wo es vielleicht ein bisschen... Naja, Ihre Leben... Geburtstag? Warte mal. Die hat Geburtstag. Mach nichts, ganz ruhig, ganz leise. Die Frau hat Geburtstag. Wir haben ein Geschenk für sie. Kommen Sie mal her. Lass mal erstmal. Wir haben ein Geschenk für die Frau. Wir haben ein Geschenk. Es ist doch Geburtstag. Was habt ihr gemacht? Nein, wir schenken der Frau was. Aber die Frau, wenn die Frau Geburtstag hat, muss sie... Ja, ja, schenk's ihr. Ganz glücklich werden sie. Okay, und los. Die Vene einfach. Oh, guck mal da. Zack, und der Spaß geht los. Penelope, alles gut bei dir? Ja, ja, Penelope, die genießt das. Ich glaube, deine Pupillen sind erweitert. Wo seht ihr das da oben?
Penelope! Ja, ja. Dein Auge besteht nur noch aus Pupille. Oder den Gnossi, den du leider nicht. Sehen Sie, das funktioniert. Ganz ruhig, Penelope, ganz ruhig. Also, wir sind bei E8 zu finden. Bei E8 zu finden. Wir müssen weiter. Komm, Philo, neue Kunden akquirieren. Schönen guten Abend, der Herr. Kann ich Ihnen was anbieten? Was verkaufen vielleicht? Kommen Sie rein, wir machen kurz Verkaufsgespräch. Wohnen Sie hier oben? Das hier ein schönes Haus. Wie haben Sie sich das denn leisten können? Kann ich Ihnen ein paar alternde Substanzen anbieten? Naja, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich verkaufe. Ist klar, oder? Komm, machen Sie die Tür auf. Es geht ganz schnell, ja, ins Gespräch. Wir sind Vertriebskunden. Wir sind auch Vertriebsleiter, sind wir. Vertriebsleiter. Happy ORG und sowas. Wissen Sie, was ich meine? Klar. Reinspritzen und dann gucken. Einfach in den Arm rein. Oh. Und wie? Oh. Ist geil, oder? Oh. Irgendwas mit. Nee, der zweite schon. Oh, oh. Ach, doch, Vorsicht. Aufhören, bitte. Ich muss schießen gleich wieder. Du hast mir den Kopf geschossen. Du hast mir den Kopf geschossen. Ach, du Scheiße. Ich lege Ihnen jetzt was hin. Und sie begutachten das und sagen, was sie davon halten, okay? Die nennen nicht, was ich da hingelegt habe und was das ist, okay? Passen Sie auf, nehmen Sie das hier einfach und dann schauen wir mal, was es damit auf sich hat, okay? Das ist feinstes ist das. Halt deinen Mund! Okay, alles klar, kein Bulle da. Okay, okay. Was halten Sie davon? Das ist Krokodil abgefüllt in feinsten Spritzen. Krokodil ist das. Das haut sie um, das ist eine Testprobe. Los, rein mit damit in die Vene. Rein damit. Ja, Testprobe. Wundervoll hast du das gemacht. Okay, let's go. Sehen Sie, der ist direkt abhängig, ist der. Ab sofort haben wir einen neuen Kunden. Ich glaube, ich kann fliegen. Warte, warte. Ich spring vom Dach. Ich glaube, ich kann fliegen. Nein, das täuscht. Sie können nicht, Sie können nicht fliegen. Sie können fliegen. Nein, können Sie nicht. Sie können... Der ist vom Dach gesprungen. Ich glaube, es hackt. Bleib mal ganz kurz stehen. Bleib stehen, bitte kurz. Entschuldigung. Das macht unfassbar Spaß, Romatra. Entschuldigung. Ja, es macht unglaublich viel Spaß. Das ist unser, Farmer. Der Tarps. Hat das geklappt mit den Tarps? Ich hab hier. Oh, wie viele? Eine. Ja. Da, warte mal. Lern die mal lieber. Lern die im... Brauchst du mehr Tarps? Ja, brauchen wir. Klar, Tarps ist immer gut. Sie sehen hier, das ist alles super hier. Alles einwandfrei. Die Ware hier wird hier bestens angebaut. Wir machen alles. Ayahuasca, Pilze, Beeren. Wirklich eine Menge. Und schauen Sie mal hier. Ich zeige Ihnen das ganz kurz. Vielleicht können die Damen davon auch einen nehmen. Und eins für den Herrn. Das ist wirklich 1A-Ware. Und wir sind bewaffnet bis an die Zähne. Und wenn uns... Ich komme schon ganz gut ran, auf jeden Fall. So, und im Großen und Ganzen... Ah, Felix, da bist du schon mal. Also, pass auf. Wir machen das folgenderweise. Wir wollen eine Mindestabnahmemenge, ist klar, oder? Wir wollen eine Mindestabnahmemenge, die wir vereinbaren. Und dann wollen wir so eine Art Restaurant oder sowas an der Straße eröffnen. Eine kleine Bar, wo Leute... und andere konsumieren, ist klar, oder? Und dann wollen wir mal gucken, ob sich da vielleicht der ein oder andere irgendwie, naja, mit deutschen Dingen hier zum Beispiel, wir haben ja auch dieses hier, das haben sie ja auch genommen. Okay, also wir müssen das auf jeden Fall irgendwie an die Leute bringen, in der Stadt. In der Stadt sind die reichen Leute, klar, oder? Und wir haben hier nur irgendwie arme Leute wie uns und wir brauchen die reichen Leute, um unser Unternehmen zu vergrößern, Herr Ortega. Und da müssen wir irgendwie Hand in Hand arbeiten, oder? Welte, komm mal rüber, Welte, Mann! Ja, das ist der große Chef, der hat die Vision hier, der ist das Genie hinter der ganzen Geschichte. Der Mann hat wirklich die größte Ahnung von allen. Zwei Bosse, die sich hier gegenüberstehen. Genial, klar. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht hier irgendwie... Ich habe schon mit Ihrem Chef gesprochen. Mhm, okay. Er hatte schon eine gute Idee, ich hatte schon gesagt. Der Boden bewegt sich. Ich habe keine Probleme mit Polizei und Staatsanwaltschaft. Scheint gut zu wirken. Okay. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass Leute vor meinem Laden stehen, die ein bisschen besser ausgerüstet sind als wir. Wir haben Revolver... Shotguns, Pistolen, aber ich habe schon gesehen, sie haben etwas bessere Waffen als wir. Haben, ich sag's Ihnen so, wie es ist, Chef. Ich sag's Ihnen so, wie es ist, Herr Ortega. Wir haben alles. Wir haben AKs, Raketenwerfer, C4. Wenn wir wollen, können wir die ganze Bundesbank hochnehmen. Und eins sage ich Ihnen, wir haben das innerhalb von wenigen Tagen zusammen, das Zeug. Sehen Sie doch mal unsere Farm hier an. Wir brauchen einen Abnehmer für das ganze Zeug. Chef, Patron. Schauen Sie, Patron, was hältst du davon, wir haben gar keinen Grund, Sie zu verarschen. Wir brauchen dringend Abnehmer, wir haben so viel Zeug, Mann, das können wir nicht alles rauchen. Unser Farmer, der Max, der nimmt das alles selber und der ist durchgehend bewusstlos. Wir brauchen irgendwas, wo die Leute hingehen, Festival, irgendwie sowas, wo die Leute brauchen einen Grund zum nehmen. Wir können nicht jeden anfixen und das denen einfach in den Kopf spritzen, das funktioniert nicht. Okay, passen Sie auf. Kommen Sie morgen Nacht, sage mal, 22 Uhr morgen, in die Stadt zu T6. T6. Das ist mein Laden, mein Inkasso. Ich werde eine kleine Raum hinten ranbauen. Okay. Eine geheime Tür.
20-0, alles klar. Passen Sie auf, kommen Sie her. Ich gebe Ihnen das hier noch mit aufs Haus. Und hier noch mal ein bisschen was, damit die Dame vielleicht wieder... Na, Finger weg von der Spritze. Wie machen wir den Deal? Ja. Machen wir halbe-halbe oder wie machen wir das? Ich würde sagen, halbe-halbe ist fair. Er hat ein bisschen Motivation, sich anzustrengen, der liebe Herr Ortega. Ja, das glaube ich auch, Okay, dann sehen wir uns also morgen um 22 Uhr bei T6, ist richtig, ja? Bei T6 bringen Sie die AK mit und ich verspreche Ihnen, es wird schon was verkauft sein. Ich bin gespannt. Okay, alles klar. Dann bis morgen, Herr Ortega. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Bis morgen. Machen Sie es gut. Ciao.